Irmgard Bensusan, eine von zwei deutschen Siegerinnen am sechsten Tag der Para-Leichtathletik-WM. Die 28 Jahre alte gebürtige Südafrikanerin gewinnt drei Tage nach ihrem Sieg über 200 Meter auch den 100-Meter-Lauf souverän vor den Niederländerinnen Marlene van Ganzewinkel und Kimberly Alkemade. Ich habe nur gewusst, ich muss laufen, so schnell wie möglich. Und mein Trainer hat mir vorher gesagt, dass ein Löwen hinter mir laufen und wenn ich nicht schnell genug laufe, beiß ich meinen Arsch ab. Derartige Motivation ist für eine andere Athletin nicht nötig. Der Tag in Dubai beginnt schon golden. Immer wieder wird sie ihrer Favoritenrolle gerecht. Als dreimalige Paralympicsiegerin und viermalige Weltmeisterin ist Birgit Kober angetreten. Im letzten Versuch stößt die 48 Jahre alte Pädagogin die Kugel auf 11,19 Meter. Unter nicht alltäglichen Bedingungen findet der Wettbewerb statt. Als Galina Lipatnikova aus Russland 10,36 Meter stößt und damit Silber gewinnt, ist Birgit Kobers Erfolg besiegelt. Nun ist die Deutsche fünfmalige Weltmeisterin, wenn auch ohne Weltrekordweite. Ich wollte tatsächlich noch einen so mit 11,50 raushauen oder vielleicht 11,60. Weltrekord wusste ich, das wird nichts, aber das war heute nichts, weil der Ring war irgendwie schräg und ich habe das mit den Augen dann nicht hingekriegt, dass ich mich am Anfang so hinstelle. Das macht aber nichts. Gold ist Gold, Gold ist geil. Nehme mich mit, Weltmeister, weite hin oder her, das fragt eh keiner mehr. So wie beim Abitur auch. Recht hat sie und das letzte Wort auch. Ja! Okay.